Wissen, welche Arten von Pollen gerade in München in der Luft herumfliegen. Das ist ab sofort möglich. Das weltweit erste elektronische Polleninformationsnetzwerk liefert jedem aktuelle Daten zum Pollenflug in Bayern. Damit soll es den rund 1 Million Pollenallergikern im Freistaat helfen. Man darf nicht vergessen, so eine Allergie kann ja auch zu einem Asthma, Asthma bronchiale führen, was dann auch wirklich eine schwerwiegende Erkrankung ist. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Menschen, die von Allergien betroffen sind, frühzeitig sich informieren, auch mal zum Arzt gehen, sich testen lassen oder eben auch nachschauen, ist denn heute das, was mich belastet mit einer Allergie in der Luft und gehe ich dann vielleicht heute etwas weniger nach draußen. Eine Pollenanalyse vor EPIN war aufwendig. Der Blütenstaub musste manuell unter einem Mikroskop untersucht werden. Nun erfolgt alles vollautomatisch mit Hilfe von Messstationen. Alle 3 Stunden untersuchen sie die Luft. Er funktioniert einfach durch die Pollen einzusaugen auf einen Klebstreifen und unter einem Robotermikroskop zu analysieren, Fotografien zu machen und die Fotografien mit einer bekannten Bibliothek zu vergleichen. Und voilà, innerhalb von 3 Stunden haben sie ihre Resultate. Und diese stehen ab sofort jedem im Internet zur Verfügung. Unter epin.bayern.de und pollenflug.bayern.de können Sie nachsehen, wo und wie stark der Pollenflug in Bayern gerade ist. Dadurch soll das Verhalten der Allergiker verbessert werden. Die dann eben wissen, wie sie sich an dem Tag verhalten können. Also sprich, dass sie vielleicht welche Medikamente sie nehmen, ob sie an dem Tag vielleicht längere Zeit draußen lieber meiden. Und das können sie eben dann tagesaktuell wirklich erfahren. 8 Pollenfallen in ganz Bayern liefern die Daten dafür. Im Vorfeld wurde wissenschaftlich genau geschaut, welche Standorte gewählt werden. Es wurde da auf die Wetterlagen, aufs Klima geachtet, um eben zu wissen, welche Standorte brauchen wir in Bayern. Und wenn 2 nebeneinander stehen und trotzdem die gleiche Werte für die Pollen geben, von Anfang, Peak und Ende, da weiß man einfach, die messen nicht unterschiedlich ist. Dann braucht man in diese Zone nur eine der beiden. Und dann hat man die genommen, die die meisten Bevölkerung um sich her hatte. Auch auf dem Dach der LMU-Klinik in der Thalkirchner Straße wird gemessen. So können ab sofort auch alle Münchner nachschauen, welche Pollen und Gräser gerade in der Stadt herumfliegen.